Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen bei Let's Play Fußballmanager 13. Ja, heute der zweite Champions League Spieltag in der Gruppenphase in der Gruppe D. Wir spielen zu Hause gegen Sporting Lissabon, unsere FC Schalke 04. Und Julian Draxler hat gleich mal ein kleines Kunststück hier hingelegt, Piorette gedreht und dann Abschluss, aber der war ein bisschen schwach. Aber nächste Kopfball-Eroberung. Renato Augusto setzt sich gut durch. Van Voswinkel wieder neben Huntelaar. Wir haben ja auch schon genossen letzte Woche gegen Eintracht Frankfurt. 3:0 gewonnen beim Tabellenletzten. Muss man natürlich auch mal klar und deutlich gewinnen. Ja, und nun, also nach dem Sieg gegen Man U, das nächste Spiel in der Champions League gegen Sporting Lissabon. Die haben auch klar und deutlich gewonnen, das erste Spiel. Huntelaar, Van Voswinkel. Der holländische Sturm wieder bei uns heute bei. Van Voswinkel müsste eigentlich sein ehemaliger Arbeitgeber sein. Ich glaube, er kommt von. Ich glaube, den haben wir von Sporting ausgeliehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Also müsste er besonders motiviert sein. Es sei denn, er will da wieder hin. Dann braucht er sich nicht anstrengen hier. Voswinkel, da ist er. Voswinkel, schießt mal! Aber Patricio fängt den Ball sicher ab. Ja, auf der Linksverteidigerposition natürlich wieder Sead Kolasinac. Der junge 20-jährige Linksverteidiger vertritt den verletzten Alexander Büttner, der eigentlich so in zwei Wochen wieder spielfähig sein müsste. Renato Augusto, Fehlpass. Neustädter fängt den Ball wieder ab. Draxler sieht Van Voswinkel. Van Voswinkel spielt rein auf Huntelaar. Huntelaar müsste eigentlich Bastos einspielen. Und wieder fängt Neustädter den Ball ab. Also Neustädter zurzeit auf der 6er-Position eine Bombe. Schade, Ball kommt nicht an bei Bastos. Neustädter, wie gesagt, eine Bombe auf der 6er-Position. Jones hat da momentan kein Nachsehen mehr, genauso wie Jan Kirchhoff, der ja auch noch 6er spielen könnte. In der Innenverteidigung ist da sowieso kein Platz zurzeit. Abseits hier gewesen von Sporting, die, habe ich schon gesagt, in Orange-Schwarz auflaufen. Ach, wirklich? Van Voswinkel wird gefoult, aber Huntelaar spielt klar auf Draxler. Draxler, 1-0 Schalke! 20. Minute, klasse rausgespieltes Tor, Julian Draxler. Van Voswinkel wurde vorher gefoult, Huntelaar spielt klasse durch. Und da steht 1-0 für uns. Hier sehen wir es mal, aber ist klar gefoult worden. Draxler nicht im Abseits, haut ihn rein ins kurze Eck. Ja, da sagt der Schadensprecher Nummer 31 an. Klar, die 10 hat er noch nicht registriert, aber war mal schön zu hören. Julian Draxler macht das 1:0. Unser Juwel, der ja bis 2019 verlängert hat. Bastos nimmt da ein bisschen die Hand zu Hilfe. Und ja, Freistoß. Cedric Soares. Das ist Elias. Sieht Martins. Wilson Eduardo. Und vorher ging ein Foul voraus. Deswegen Freistoß für den portugiesischen Club. Diego Capel, eine Wucht, aber doch neben das Tor. Hätte zu gerne nochmal gesehen, wie weit neben das Tor. Ich glaube, der war gar nicht so knapp. Und nochmal Wilson, Eduardo, Elias, Eduardo, Neustädter nach Spürchen und Renato Augusto fängt ihn ab. Und nochmal Neustädter nach vorne auf Van Voswinkel. Voswinkel kann sich da nicht durchsetzen gegen Capel. Und André Martins. Elias Draxler schafft es dazwischen, Huntelaar hilft aus, sehr gut und Draxler wieder. Mit Übersteigern vorbei an Rinaldo und jetzt wird er gelegt, der Julian Draxler. Und es gibt eine Freischuss, gute Position, gut, ja, sagen wir doch, 35 Meter vom Tor, das ist Neustädter. Der verlagert ihn auf Van Voswinkel, der kann ihn aber nicht verwerten. Höhe wird es nochmal, links raus, nee, der ist viel zu weit für Bastos, den kann der brasilianische Franzose, sagen wir es diesmal mal so, nicht erlaufen. Rui Patricio im Tor von Sporting mit dem Abstoß. Renato Augusto fängt den Ball wieder ab. Das ist Van Voswinkel. Wird wieder gelegt. Gibt diesmal kein Foul. Garrix setzt sich da nicht gut durch. Aber Neustädter wieder. Sag ja, der steht wieder 1 zur Zeit da hinten. Auf der 6er Position. Garrix. Van Voswinkel. Schlechter Pass. Was ist mit dem Ricky los? Langer Ball von Sporting auf die linke Seite, auf Diego Capel. Der holt sich den Capel mit der Flanke. Das ist Wilson Eduardo! Und da war er, glaube ich, selber überrascht, dass er die Chance hatte da. Von Papadopoulos allein gelassen worden. Nochmal Van Voswinkel. Kann den Ball wieder nicht erobern. Wieder nicht behaupten. Jetzt nochmal. Ja, diesmal schön weitergeleitet. Aber nächstes Mal vernünftig weiterspielen. Huntelaar gegen Khalid Boularouche in der Innenverteidigung von Sporting. Nochmal Voswinkel. Jetzt kommt der Ball mal an. Huntelaar
Das ist Draxler. Draxler schießt und klasse Schuss und gleichzeitig eine klasse Parade von Rui Patricio im Tor von Sporting Lissabon. Klasse Aktion von Julian Draxler. Wieder aufgelegt von Klasse und Hunteler. Ecke von Michel Bastos jetzt. Die ist ja ganz kurz gespielt. Und die fängt überall ab. Das ist ein Geschenk gewesen. Was war das für ein Quatsch? Aber Garrix holt sich den Ball wieder. Renato Augusto. Hunteler. Draxler aus der Drehung und schon wieder klasse pariert von Rui Patricio. Also jetzt darf sich Sporting nicht wundern, dass es bald 2-0 steht. Michel Bastos, jetzt nochmal eine vernünftige Ecke. Bastos, die kommt diesmal in den Strafraum rein. Das ist Neustädter! Wie kann er denn den verfehlen? Eieieiei, da konnte er sich die Ecke aussuchen, stand vollkommen allein am Elfmeterpunkt. Der Ball springt natürlich bei der Armbahn ein bisschen weit weg, aber trotzdem muss er den locker einschieben. Das war die dicke Möglichkeit. Und das ist der Halbzeitpfiff. 1-0 nur für unsere Schalker. Wir hätten längst höher führen können. Also das ist ja wohl ein Ding. In der Champions League sind wir zurzeit eine Wucht wohl, was? Na gut, das ist jetzt das zweite Spiel. Wir sollten nicht übertreiben. Papadopoulos ist halt mega gut in Form. Stärke 80. Höhe ist nur 78. Garrix aber auch sehr gut in Form. Natürlich mit einer 13. Rechtsverteidigerposition. Stärke 76. Das ist gut. Von Wolfsburg hat mir bisher noch nicht gefallen. Sieht man auch an der Note. Ja, ist zwar gut in Form, aber hat die bislang noch nicht gut bestätigt. Da ist Podolski natürlich schon längst in den Startlöchern für. Aber genau so haben wir uns das vorgestellt, wie wir hier spielen. Das sieht sehr gut aus. Wir können ja auch Draxler nochmal loben, der mit ganz vielen Schüssen, 4 Schüsse an der Zahl und klar das Tor hat er selber gemacht. So, von Wolfsburg motivieren noch ein bisschen. Das ist schließlich. Also ich gucke nochmal nach hier. Das muss doch sein ehemaliger Arbeitgeber sein, oder? Natürlich, wir haben ihn von Sporting ausgeliehen, logisch. Ich glaube, die Korruption wird immer unrealistischer, dass wir die ziehen. So, Hunteler auch noch motivieren, genauso wie ein Michel Bastos, das war auch noch nicht doll von ihm. Und Renato Augusto auch noch mal. So, Kolasinac braucht eine Massage. Der muss eigentlich durchpowern. Da haben wir keinen Ersatz für auf der linksen Position. Hunteler logischerweise auch. Genauso wie Benny Hövedes. Zack, ist er wieder auf 100. Und ja, dann kann es losgehen mit der zweiten Halbzeit. Naja, auch unserem Keeper Artur Moraes müsste Sporting ja bekannt vorkommen. Hat er an ganz vielen Derbys bereits mit Benfica Lissabon gegen die Sporting gespielt. Hunteler kommt nicht an Elias ran, aber Hövedes sperrt Eduardo. Hunteler, Bastos. Ja, nicht gut gelöst von Michel Bastos. Draxler aber holt sie den klasse und behauptet den, wollte ich sagen, richtig gut, aber das macht Wilson Eduardo super. Aber der Pass war eine gute Idee, auf Diego Capel zu spielen, aber ein bisschen steil und schnell gespielt. Garrix mit dem Einwurf, Renato Augusto. Ja, kommt an am Ende. Nochmal Renato Augusto über die rechte Seite. Renato Augusto mit der Flanke um den langen Pfosten. Denkt sich aber zu früh, dass Bastos nicht rankommt. Auch da kam Draxler nicht ran. Guter Doppelpass, Elias. Das ist wieder Wilson Eduardo. Eduardo, Hövedes. Und dafür sieht er auch die gelbe Karte. Ball war vorbei und dann blockt Hövedes ihn einfach ab. Ja, kann man gelb vergeben. Gucken wir nochmal nach. Hier legt er den Ball vorbei und dann kommt Hövedes rein. Tritt ihn, glaube ich, hält sogar drüber, glaube ich. Berechtigter Freistoß, berechtigte gelbe Karte. Freistoß also jetzt von Capel und der sitzt. Da werden wir wieder eiskalt bestraft, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Diego Capel mit einem 1A-Freistoß mit voller Wucht vorbei an Hövedes. Den sieht moralisch ganz spät. Kein Vorwurf an unseren Keeper. Er geht ganz knapp, millimetergenau an Wendel Hövedes vorbei. Und dann steht es 1-1. Obwohl wir zur Pause hätten 3-0 führen können. Wilson Eduardo. Jetzt wollen wir natürlich nachlegen. Ismailov. Oh, Bastos kriegt das Leere. Elias. Martins. Eduardo. Kommt nicht ran. Und jetzt, glaube ich, sollten wir mal einen Wechsel vollziehen. Michel Bastos, wenn wir mal runternehmen, das war nicht doll von ihm. Für ihn wird Jefferson Fafan reinkommen. Dafür stellen wir im Mittelfeld ein bisschen was um. Draxler geht auf links und Renato Augusto auf die 10er-Position. Hat mir nicht gut gefallen. Kaum in Erscheinung getreten, Michel Bastos. Von Wolfswinkel, das hat er gut gelöst. Draxler. Ah, lass das sein, Julian. Lass das einfach sein. Von Wolfswinkel arbeitet nach hinten mit. Garrix, gut dazwischen gegangen. Und Renato, jawohl. Und nochmal Wolfswinkel. Jetzt links raus. Nicht gut gespielt. Ich glaube, auch von Wolfswinkel ist ein Kandidat zum Wechsel. Da werden wir Lukas Podolski für reinbringen. Kann seine Formzeit nicht bestätigen. Renato Augusto. Nochmal langer Ball. Hunteler hat den. Und Bastos nochmal. Bastos, Draxler. Das war ein Foul.
Ah, Vorteil. Huntela von Wolfswinkel. Schwacher Abschluss. Ich glaube, da hätten wir lieber den Freischuss abwarten sollen, um die Wechsel auch durchzuführen. Das war gar nichts eben. Aber den müssten wir eigentlich abfangen, dachte ich. Rinaldo auf Elias. Aber Kolasinac, klasse dazwischen. Huntela. Draxler nochmal links raus. Da war Bastos ganz frei. Renato Augusto. Kommt vorbei an Evaldo. Renato Augusto nochmal von Wolfswinkel. Von Wolfswinkel, klasse Schuss. Bularouche. Natürlich auch wieder klasse Parade von Patricio. Garrix müsste ihn haben und das wechseln. Das zieht sich wieder endlos hin. Die Zeit vergeht erstmal hier viel zu schnell. Und ja, die Bälle gehen kaum ins Aus. Draxler nochmal. Draxler aus der Drehung. Auch nicht schlecht. Wieder ein schöner Drehschuss von Draxler. Knapp vorbei diesmal. Also entweder verfehlen wir das Tor knapp oder Patricio findet das mit seinen Gichthänden. Nein, ein klasse Parade natürlich von Rui Patricio. Jetzt Podolski und Fafan rein. Und ja, für Bastos und von Wolfswinkel. Wieder fast eine Viertelstunde rum, seit ich den Wechsel angeordnet habe. Fafan, Podolski, da ist er. Der Torschütze im Spiel gegen ManU. Neustädter, Renato Augusto, Huntela. War zu viel Druck hinter von Renato. Er stand genau vor ihm, da braucht er nicht so doll abschießen. Neustädter, Elias, Eduardo gegen Neustädter. Das war gut von Neustädter. Verfahren. Und Podolski. Sieg Huntela. Nochmal Podolski. Nochmal Huntela. Jawohl, das war klasse gespielt auf Draxler. Draxler. Podolski konnte das Ding gar nicht verwerten. Wie auch. Und oh, Wilson Eduardo. Mourage ist da. Spielt mit, aber immer noch Sporting am Ball. Carrillo und Höwedes holt sie immer wieder. Nochmal Huntela, nochmal Draxler. Wir hören Draxler, Platz. Eduardo, Podolski, Podolski, Podolski! Und wieder Patricio, das kann doch wohl nicht wahr sein. Noch ein Wechsel. Wir werden noch einen Wechsel bringen. Wen bringen wir rein? Das ist die große Frage. Wir werden... Ah, doch Leon Goretzka bringen für Renato Augusto, der ist müde. Goretzka noch eine frische Kraft auf der 10. Ah, das Ding hätte doch mal sitzen können. Lukas Podolski, klasse Schuss von ihm. Rui Patricio schon wieder stark gehalten. Also in ihm hat es heute gelegen. Natürlich auch Neustädter damit diese Riesenchance da frei vom Tor. Das hätte auch sein müssen, das Tor. Also wie gesagt, wir hätten locker 2 oder 3-0 führen können zur Pause. Müssen sogar. Fafa mit der Ecke. Papadopoulos, Papadopoulos, Papadopoulos! Da ist das Tor! 88. Minute! Verdiente Führung, muss man so ehrlich sagen, natürlich. Klasse Ecke von Fafan. Die Joker haben es gerichtet. Fafan, Papadopoulos nimmt den Ball ruhig an. Zieht hinterher und von 11 Metern knaut er den Volley rein. Klasse. Der Koloss von Athen wird er hier genannt. Kyriakos Papadopoulos mit dem Tor. Mal nicht mit dem Kopf, sondern per Fuß. Per klasse Volley. Schuss. Abseits. Wow. Und das war kein Abseits. Der war auf gleicher Höhe, der Eduardo. Er hätte Moraes keine Chance. Glück gehabt jetzt nochmal in der Nachspielzeit, dass es nicht bestraft wurde. Moraes. Goretzka. Huntela. Podolski. Klasse, Poldi. Rechts raus nochmal auf Verfahren, 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 Verfahren. Draxler kommt nochmal ran. Draxler. Nee, den hat Patricio. Schade. Klasse durchgetan von Jefferson Verfahren, der das Tor ja direkt auflegte. Und das müsste es gewesen sein. Jawohl. Das ist der zweite Sieg in Serie. Der zweite Sieg. Der zweite Auftaktsieg. Ach, wie soll man es nennen? Das ist ein super Start in die Champions League-Saison. Muss man so sagen. Klar. Besser hätten wir gar nicht starten können. Geht ja auch nicht besser. 2-1 Sieg, also gegen Sporting auch zu Hause. Jetzt kommt Celtic. Also ich glaube, wir können die Hinsehe in der Gruppenphase mit einer Siegessehe beenden. Aber man darf Celtic nicht unterschätzen, denn die haben wir hier sehen müssen. 2-2 im Menü abgestaubt. Gut, das schauen wir uns gleich in der Nachbetrachtung genauer an. So Leute, 5 Jahreswertung. Deutschland zieht an Platz 2 an England vorbei. 71,39 Punkte. Das ist doch mal eine echte Leistung in der 5-Jahres-Wertung unserer deutschen Teams. Die sind einfach saustark. England wird immer mehr den Rang abgelaufen. Also, aber jetzt geht's wirklich weiter mit der Nachbetrachtung. So, da haben wir es also. 2-1-Sieg gegen Sporting Lissabon. In letzter Minute quasi schon. Dieser Sieg.
Der war, aber auch hochverdient war natürlich, aufgrund schon allein der ersten Halbzeit, die Chancen, die wir da vergeben hatten. Neustädter aus 3 Metern, na, sagen wir gut, aus 6 Metern, gut 6 Metern vorm Tor, haut er den Ball da vorbei. Oder die Schüsse von Draxler, die Patricio gut abgewehrt hat, auch Podolskis Schuss nochmal. Das waren schon richtig dicke Dinger, die wir da hatten, und dann haben wir es am Ende doch noch geschafft. Jefferson Fanta, der eingewechselte rechte Flügelläufer mit der Ecke, und Kyriakos Papadopoulos, der Koloss aus Athen. Den ihn der Quatscher, der Stadionsprecher, so wird er genannt, der Quatscher, ich weiß den ganzen Namen leider gerade nicht. Der Quatscher hat es verkündet, der Koloss aus Athen, die 14, Kyriakos Papadopoulos mit dem Treffer. Es sind auch wieder richtig bombig gespielt. Klasse Huntelaar, klasse, ein Tor vorbereitet, auch so, klasse Pässe gespielt. Er ist in dieser Saison nicht der direkte Vollstrecker, sondern mehr der Aufleger. Der Aufleger, ja. Julian Draxler hat auch wieder eine klasse Partie abgeliefert. Unser Zehner, 25 Millionen Marktwert knapp. Hat er seinen Vertrag bis 2019 verlängert, wie schon gesagt. Hier nicht so torgefährlich wie in Wirklichkeit. So, Verfahren, wie gesagt, mit der Vorarbeit. Renato Augusto war nicht doll. Bastos hat mir gar nicht so gut gefallen. Hat kaum was gezeigt. Ich glaube, wir werden dann in der nächsten Woche mit Draxler auf der linken Seite spielen und Renato Augusto auf der 10 und Verfahren dann rechts. Auch von Wolfsburg hat mir noch nicht gefallen. Da bin ich mir noch ganz klar, muss mir noch ganz stark überlegen, ob ich da Ricky oder Podolski wieder reinsetze. Wir schauen in die Statistiken. Ja, das war ausverkauftes Haus, würde ich sagen. 61.600 Patzefretschte, genauso, das war's. So, wir schauen auf die anderen Ergebnisse. Genau, da haben wir es ja gehabt. Und zwar Celtic knüpft Menu und Unentschieden ab. Das ist natürlich für uns sehr gut. Denn wir bleiben 3 Punkte vor Sporting und haben jetzt sogar 5 Punkte Vorsprung auf Manchester United auf die in Europa League Platz. Sind momentan klar Anführer der Gruppe, aber nach 2 Spieltagen ist noch nichts gegessen. Es sind noch 6 Spiele. Nee, Quatsch. 4. 4 Spiele sind noch. 6 Spiele sind es ja insgesamt. Also es sind noch 4 Spiele. Jetzt müssen wir also zu Hause nochmal gegen Celtic ran, und da haben wir eigentlich eine gute Chance. Vor allem ist es natürlich überraschend, dass Celtic jetzt ein 2-2 gegen Menu holt, vor allem weil sie letzte Woche oder vor 2 Wochen 5-1 gegen Sporting unterlagen. Also das darf man natürlich nicht unterschätzen. Menu war auch nicht überragend, muss man natürlich auch sagen. Aber trotzdem, das wird ein hartes Ding werden. Wir schauen mal in die anderen Gruppen rein. Gruppe A, wie sieht's da aus? Da haben wir nämlich gleich einen deutschen Vertreter dabei, nämlich Bayern 04 Leverkusen. Die sind auf dem Platz 2. Haben jetzt gegen Valencia 1-0 verloren. Ansonsten, ja, ausgeglichene Gruppe bis auf Piraeus. Gruppe B, da haben wir Hannover als deutschen Vertreter dabei. Es sind ja 5 Clubs dabei, das ist ja schon ein Ding. Hannover hat am ersten Spieltag Bilbao mit 3-1 unterlegen. Jetzt 0-0 zu Hause gegen Inter Mailand, das ist auch eine gute Leistung. So, Gruppe C, da haben wir die Borussia aus Dortmund. 1-1 gegen Real Madrid am ersten Spieltag, jetzt 1-0 gegen Lille. Also hier dominieren sie die Gruppenphase noch nicht so wie die letzte Saison. So, Gruppe D haben wir gesehen. Gruppe E, da dürfte die Bayern ja müssten noch kommen. City und Galatasaray, da haben wir City an der Tabellenspitze, dahinter Neapel und Galatasaray und Benfica. Schauen wir hier in Gruppe F nach, da sind auch nicht die Bayern bei, sondern Juve, die marschieren aber voran. Denn da streiten sich Eindhoven und Paris Saint-Germain. Brügge eher, ja, noch mit Außenseiterchancen für die Europa League, wo eher. Und da haben wir die Bayern-Gruppe. Erstes Spiel gegen Lyon, 1-2 zu Hause verloren in der Allianz Arena. In Basel jetzt mit 13-0 erfolgreich. Nils Petersen, den haben sie behalten. Ja gut, jetzt haben sie 3 Punkte. Anshi Mahatschkala und Basel dahinter noch. So, und letzte Gruppe, ha, da ist der FC Barcelona dabei. Die sehe ich auch nur auf Platz 3. Das erste Spiel 1-1 gegen Porto. Und das zweite Spiel verlieren sie gegen Red Bull Salzburg. Bei Red Bull Salzburg mit 4-2. Das ist eine ganz dicke Überraschung. Sind die so stark geworden, Red Bull Salzburg? Kann ich mir nicht vorstellen. Plamen Iljev, Kevin Krampel. Was ist das für einer? Hier steht Stärke 18. Können wir den mal scouten? Kevin Krampel? Nee, merke ich mir den Namen mal. Der scheint ein interessanter Mann zu sein. 15 Spieler, ein Tor. Kam von Aalen. Vom VfR Aalen. Und hier hat er eine Stärke von 18. Na gut, der ist nicht ganz komplett gescoutet, aber den werden wir mal scouten. Dann haben wir David da Silva, Svento. Eigentlich haben sie ganz gute Spieler. Forza. Rodney, auch bekannt aus der Bundesliga. Na gut, eigentlich hier nur die Spitze hier so. Sind gute Bayern, also den Kevin Krampel, den merken wir uns mal fix. So, denn, ja, da sind alle Gruppen durch. Schauen wir auf die Stimmen zum Spieltag. Wir haben diszipliniert und konzentriert angefangen und nicht zugelassen. Wir haben unseren Konter gespielt und zu Recht zur Halbzeit geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns selbst in Schwierigkeiten gemacht. Ganz genau, wir hätten einfach alles klar machen können schon früher, aber am Ende ist alles gut gelaufen, wir haben trotzdem gewonnen. Und dann geht es jetzt als nächstes gegen den FC Augsburg zu Hause, die Tabellenvorletzten. Auch da muss natürlich ganz klar wieder ein Sieg her.
damit wir den Anschluss an der Spitze nicht verpassen. Die ist ja sowieso ganz eng zusammen, die Spitze. Also, der FC Augsburg. Im Wirklichkeit haben sie sich ja Halle Altintop geholt. Ist ja auch mal ein Ding. Ja, bevor ich jetzt vergesse noch, kurz vorm Ende der Folge, muss ich natürlich noch Danke sagen an Terraplex LP für das Kanalbild. Mache ich jetzt hier nochmal ganz persönlich im Video. Wollte ich ja mal eigentlich am Anfang der Folge bringen, habe ich es aber ganz total verschwitzt, tut mir echt leid. Also nochmal ganz großen Dank an Terraplex LP, dass sie mal ein authentisches Kanalbild erstellt hat. Das sieht doch echt schick aus. Mein Kanalspiel habt ihr, glaube ich, auch schon ausgeschickt. Ich konnte es bisher noch nicht früher sagen, denn ich habe ja schon bis Dienstag aufgenommen gehabt alles. Deswegen kommt es jetzt am heutigen Mittwoch, das Dankeschön nochmal. Seit Sonnabend habe ich das Bild ja. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle. So, und dann geht es nächstes Mal in die Ausbauaufstellung. Alles machen wir da fertig in der nächsten Folge. Haut rein, ciao, ciao.